man ist ja ein gescholtenes Kind, ne? Die ganzen Jahre und gutes Spiel, schlechtes Spiel, ne? Aber vielleicht kann man es ja mal probieren. Ja, mal schauen. Gibt so viele Need for Speeds. Jetzt gab es ja gestern die anderen beiden irgendwie im Angebot. Habe ich es mal gekauft, aber noch keins davon gestartet. Nö, ich verkaufe doch nicht. Ich hab da gesehen, ein anderer hat es beim anderen schon gesehen, als es gespielt hat. Aber so. Halt null Interesse. Man hat jetzt ein Spiel hier. Erstmal. Ne? Noch andere Spiele beschäftigt. Genau, es ist nicht so, dass man jetzt dringend ein neues Spiel bräuchte, weil man sonst langweilig wird, wenn man das hier zu häufig spielt. Oh, ich drehe wieder hier. Das ist der Ferrari halt, ne? Im rechten Fahrweisauto. Die drehen sich gerne mal. Na gut, so gesehen kannst du froh sein, dass du hier keinen Boxenstopp oder irgendwelche Strategieentscheidungen machen musst. Das ist gespiegelte Ding hier, ne? Irgendwie. Oh, keine Ahnung. Einfach über der Straße folgen. Hab eine Wand erwischt. Ja, ich auch ein bisschen, aber. Hä? Bin ich. Ich dachte. Wieso dachte ich jetzt, dass die Punkt-zu-Punkt-Strecke ist? Bin ich blöd? Jetzt bin ich die Abkürzung nicht gefahren. Bin aber erstaunlicherweise relativ vorne geblieben, aber dann gedreht. Ich dachte. Okay. Ja, Formel 1 ist schon ziemlich früh, wa? Achso, ist ja wieder dieses Wochenende, ne? War auch früh um 7. Oh, nicht mal das Quali gesehen. Ich brauch's ja auch nicht mehr. Das ist, naja, um 7 werde ich es mir ehrlich gesagt nicht angucken. Also nicht live zumindest.
Mann, ich bin jetzt zwei Runden lang hinter Meteor gefahren. Ohne dass sich die Abstände nennenswert geändert hätten. Soul, knapp. Naja, man könnte sagen, es war durchwachsen, aber es war nicht mal am Wachsen. Also, ja, ganz schlecht eigentlich. Unwürdig, hier hinten rum zu gurken. Naja. Mit irgendwas Uraltem. Was war immer das jetzt war wieder.
Immer schön Sicherheitsabstand halten da hinten, ne? Ich bin halb Russe. Was? Halten halb Russen keinen Sicherheitsabstand? Nein. Ja, das ist alles gut. Den Hersteller anschreiben und sagen, ihr Auto sollte nie wieder in irgendeinem Videospiel zu sehen sein. Auch nachträglich entfernen, bitte. Ja, das ist schwierig. Wo ist du denn hängen geblieben, ey? Gedriftet, ins Rutschen gekommen und dann Gang runter und dann seid ihr weg gewesen. Mann, Meteor kennt ja keine Gnade heute. Wir kennen keine Gnade. Jedenfalls nach hinten oben. Also, keine Gnade, Fehler zu machen. Ja. Das war auch ein scheiß Auto. Oh, bitte lass Auto kommen, ey. Ja, also das gleiche will ich nicht nochmal. Also da warte ich, bis ein Auto da ist. Ja. Sag Bescheid. Ich hole mir noch eine Cola. Habt ihr Cola? Das ging schnell. Wie, womit? Mit dem Auto? Nein, mit der Cola. Auto ist aber noch nicht da, oder was? Nein. Dann warte ich. Es sei denn, du willst und erklärst ihm das. Nö, reicht ja, wenn einer nicht wählt. Also ich warte auf das Auto. Ich meine, das ist halt eine Sekunde langsamer, als wenn man jetzt schon wählen würde, aber... Warum hängt das Tool eigentlich, ja? So, frag mal Sky, warum hängt es? Ja, also langsam. SkyFire hat gerade im Chat geschrieben, also in dem im Discord meine ich, dass er irgendworin sieht, also anhand der Meldung, die oben kommt, dass das Powered by und so weiter, dass das Tool anscheinend zweimal läuft. Und das kann natürlich nicht gut, also wenn das wirklich stimmt, dann kann das natürlich nicht gut sein, dass das Tool zweimal läuft. Dann prügeln die beiden Tools sich ja gegenseitig, wer dann das Sagen hat. Also mal sehen, jetzt haben wir hier einmal. Jetzt haben wir ein Plus, ist das neu? Light Plus? Das ist oh, ja, kann sein, kann sein.
Weil dann hat er ähnliche Namensgebung wie die Herren tollen Astronomen. Die haben auch mal so tolle Ideen mit. Wie sagt Harald Lesch immer? Very large, large, large Teleskop oder ähnlich, ne? Oder Big Large oder Mega Large. Ja, irgendein Feature wollte Demon haben und hat's bekommen. Vielleicht ist das dann das Plus. Ich hätte gerne das schon zweimal gestartet. Okay, muss ich Plus nennen. Das Tool hängt sich auf? Ich weiß nicht, das ist schon sehr lange, ne? Ja, das passiert manchmal. Jetzt, ja, mit Klammern F1, guck mal. Besser. Dann musst du jetzt ein Auto wählen. Wieso kann SkyFire, der muss irgendwie ein Interface an den Server haben. Woher, wo kann der die Process-ID sehen? Ja, zumindest scheinen da echt zwei Instanzen von dem Tool zu laufen. Das könnte echt der Grund sein, warum das ab und zu parkt.
muss auch einen Fehler gehabt haben. Sonst wäre er gerade definitiv vorbei gewesen. Oh nee, jetzt kommt er da besser raus. Du bist Zweiter. Oh, SkyFire gar nicht mitgefahren. Immer noch mit den Backen beschäftigt. Lass uns ein Auto wählen. Warum nicht? Das Ding doch mal. Macht ja nichts. Der hängt schon wieder, oder was? Andererseits bildet ja dann SkyFire ja eh nicht. Na egal. Oh. Ja, Demon sagt, es läuft keine zweite Instanz. Hallo, Rechner. Ach, da bin ich schon wieder Vollbild. Alt-Enter ist dein Freund. Ja, bin dabei. Mann. Was ist aber heute los hier? Ist denn mein Handy hier? Was sagt das Handy denn? Ich hatte bis 2018 nicht ein eigenes Handy. Nur Teufelszeug. Nur was Zeug? Ja, Handy ist Teufelszeug. 20% Energie. Was haben wir jetzt auch eine Lease? Na gut. Ja, Handys brauchen noch nicht viel Energie. Nein, wir fahren LM. Nein. Hätte ich gerne. Der Leerlauf hört sich so an. Dann bleib am besten im Leerlauf stehen und genieße es.
Das kann. Oh Mensch, die Kurven. Ja, der ist echt schlecht in den Kurven. Knappe Sache. Du hast das Rennen gewonnen. Es war 103. Mach das mal nach. 203 meinst du? Ja, nicht schlecht. Ja. Ich bin gefallen. Wie gefallen? Ich weiß auch nicht wie, aber es ist halt so. Na, dafür war Meteor in der zweiten Runde einfach mal so eine Sekunde schneller. Ja, das muss in der Terpentin passiert sein. Da war da plötzlich ziemlich nah dran da hinten. Also, warte mal, da war. Jetzt gerade wahrscheinlich gerade ausgefahren. Oh, Steißbeck. Das kann ich auch ohne resetten. Kann ich auch ohne resetten. Auch in der ersten Kurve? Ja, stimmt. Ja.
der lenkt besser als gedacht. Oder er war langsamer als gedacht. Je nachdem. Er hat denselben Speed wie die Elise. Oh oh. Eieieiei, Schatte, ey. Nichts, ich sag's nicht, nur du. Oh. Ach, das war jetzt die Punkt zu Punkt. Oh, ich pass aber nicht. Ohne auf. Witz, ich war bis zum Ziel. Der Rechner musste rechnen. Oh, gleiche Zeit. Oh. Der Rechner musste rechnen. Fuck. Ach Gott, ey. Wie ärgerlich. Was immer da war. Ich bin noch als erster Rundes gefahren, ey. Scheiße. Ah. Eieieiei. Hättest du nicht hast ein Hundertstel schneller fahren können? Ja, ich hätte es wahrscheinlich schaffen können, ne. Irgendwo egal. So eine kleine Hundertstel? Ah. Ich muss mich anders benennen wie Meteor, sowas wie Komet oder so. Weiß ich nicht. Du bist Zweiter. Ja, ich bin wieder gefallen. 302. Nicht 203, sondern 302.
Tja, wirklich wieder Topspeed, ja. Nicht schlecht. Wieder der 50, na gut. Aber das Tool funktioniert jetzt wohl wahrscheinlich. Ja, also, ich beschwere mich nicht. Viel Klasse 1 heute. Du hast ja ein hässliches Grün. Sehe ich ja gar nicht. Ja, ich auch nicht, aber auf der Karte sehe ich, dass ich das gleiche habe. Oh, gut, gut. Du hast 5 Beine. Jetzt sehe ich dein Grün. Letzte Runde. Ich habe mir heute einen Klassiker gekauft auf GOG. Glückwunsch, du bist Dritter. Und zwar Z, das Game. Was denn Z, das Game? Ja, das ist ein Spiel von 96. Ähnlich wie ein Command & Conquer obendrauf, sich mit Einheiten, aber doch eher anders. Wie eine Art, wir haben einiges beschrieben wie ein Brettspiel-Taktik, ja. Aber nicht übel. Habe ich noch nie gehört. Ja. Bist du kein PCler? Tut mir leid. Dann was? Ja, nein. Eiskalt. Dann hast du damals nicht aufgepasst.
Na, das ist 96? Doch, bestimmt. Ja, das Problem ist, das Spiel heißt nur Z. Einfach nur Z. Ne? Google wie der mal nach. Buchstabe oder Z-E-D ja, oder. Genau, einfach nur Z. Genau, Z. Tja. Es ist schwer nach Z zu googeln. Ja. Darum sage ich jetzt, Z the game. Oh, kein Meteor dabei? Doch, doch, der vorderste. Hab das Sky gesehen aus meiner Sicht. Okay. Ja, ich war mir gerade auch nicht sicher. Also auf der Karte stand gerade noch, dass du es wärst, aber im Tab stand dann, dass es Meteor war. Und jetzt zeigt die Anzeige unten auch, dass es Meteor ist. Und das heißt, es waren nur drei. Interessant. Ja, Sky fährt nicht. Aber auch alle eilig heute. Immer eine gute Rundenzeit noch. Ja, du zumindest. Und ein kleines Bäuschen. Naja, der Wagen war doch okay.
Letzte Runde. Haben wir Kreuz. Dann halt am besten an. Es wäre ja fast schon gefährlich, da weiterzufahren. Unverantwortlich wäre das. Frag am besten Meteor, ob er dir helfen kann, falls es am Rücken irgendeine Stelle ist, wo man nicht rankommt oder sowas. Dann kann der auch anhalten. Er ist angehalten. Auch noch mal eins gewinnen. Echt nett. Wirklich sehr großzügig von euch. Der Sieger.
und wieder Autopause. Aber Auto war ja okay. Was? Ne, finde ich nicht. Klar, mal gucken. Hab gewonnen. Klar war das okay. Vielleicht lag es ja am Auto. Wie ist eigentlich BVB gegen Bayern gelaufen? Hat jemand... 2 zu 2, okay. Tja, ich nehme an, das ist Fußball. Großen Dusel haben sie gehabt. Soweit ich weiß, wird beim Fußball überhaupt nicht mal ein Motor benutzt. Damit ist es per Definition schon uninteressant. Eigentlich, ja. Wo ist denn Formel 1 jetzt überhaupt? Japan. Was denkst du mal, warum sonst 7 Uhr gefahren wird? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja viele Strecken, die weit weg sind. Da manchmal sind es halt eben nachts. Wer denn noch? Australien? China? Keine Ahnung. Da hätte ich doch fast lieber automatischen F50 gehabt.
Hattest du Automatik oder manuell? Manuell. Oh, okay. Weil ich dachte, vielleicht hatte ich einen Vorteil dadurch, dass ich aus Versehen manuell genommen hatte. War mir nicht sicher. Aber dann lag es nicht daran. Nein, der Vorteil ist eindeutig du. Der Sieg, ja, oder ich mag die Strecke, dir. Oder keine Ahnung. Oder ihr hattet einfach Fehler auf der Strecke. Ja. Was machst du denn da? Was denn? Was denn? Ist das neu für dich? Neu für dich, ne? Ja, ich kenn dich doch. Ja, ja. Meteor benutzt eine Vernebelungstaktik. Der leckt gerade genauso, dass eine riesige Rauchspur hinter sich herzieht. Oh, ich bin lange nicht mehr gefahren. Ja, schon mal, Start und Ziel, ohne Witz. Wand durchbacken bis drüben. Ja, aber puh, schafft das halt mal, durch die Wand durchzubacken. Ja, wenn sie crangen wäre, wäre es kein Thema. Mit der kenne ich mich aus, habe nur zwei Spiele gespielt, wo die Bugs identisch waren. Und da konnte ich mich durch Wände backen. Ja, wahrscheinlich brauchst du da einen Raketenwerfer oder sowas. Nö, ja, das war ein bisschen anders, aber macht schon Fun. Vielleicht geht das hier auch. Du musst halt irgendwie nur mit 10.000 km/h auf die Wand zufliegen. Nein, Porsche gegen das ja. Du musst es, glaube ich, bei der Autobahn ziemlich schnell gegen die Wand donnern. Am Ende der Autobahn. Oder an irgendeiner Begrenzung. Schon warst du drüben. Das kenne ich nicht. So. Alter, war es wahrscheinlich nicht schnell im Sinne von, also für Rundenrekorde. Sonst hätten wir es ja irgendwo mal gesehen. Nö, aber und wenn du hier Industrie gefahren bist, ja, konntest du auch aus der Map raus gegen irgendeine komischen Garage oder ja, so. Ja gut, aber da musst du nicht durchpacken, sondern das sind einfach Lücken in der Strecke, Lücken, in der Streckenbegrenzung. Da kannst du ganz langsam gemütlich durchrollen. Tja, das war mal eindeutig. Glückwunsch, du bist Zweiter. Lambo.
Oh, Meteor meint, er wollte aufhören. Fährst du noch weiter? Du hast gewonnen! Nee. Tja, dann laschen wir's für heute.